Die Champions League, ein Traum eines jeden Fußballfans. Nach 16 europalosen Jahren will Borussia Mönchengladbach endlich wieder daran teilnehmen. Der erste Schritt war gemacht und dann das. In den Playoffs um die Gruppenphase der Champions League treffen die Fohlen auf Dynamo Kiew. Das ist ja kein Wunschkonzert, so eine Auslosung. Dynamo Kiew ist sicher eines der härteren Kaliber, die man ziehen konnte, was den Namen anbelangt. Wir haben das jetzt zu bewältigen und wir nehmen die Aufgabe an. Der Bundesligist muss zuerst im heimischen Stadion antreten. Das Rückspiel findet Ende August in Kiew statt. Die Verlierer der Begegnungen nehmen an der Gruppenphase der Europa League teil. Die anderen Hürden wären sicherlich nicht höher gewesen. Es gibt halt die Partien, die wir jetzt auch annehmen. Wir wissen, dass wir, wenn wir uns qualifizieren wollen, die Spiele gut bestreiten müssen. Und ich denke, das ist an alle Beteiligten hier, auch auf der Geschäftsstelle, eigentlich jetzt schwieriger geworden, auch mit den Visa-Besorgungen. Das muss ja alles ratzfatz gehen. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft heiß ist, sich auf internationalem Gebiet eben auch zu präsentieren und eben das Bestmögliche rauszuholen. Die Minen betrübt, die Liedauswahl dementsprechend. Das Maß war lange voll, so viele Spiele gingen verloren, so viel Wut in unserem Bauch. Ein bisschen Wehmut steckt in dem Club, der gegen den Abstieg kämpfte und dann in der letzten Saison eine Euphorie entfachte. Karl-Heinz Pflipsen erinnert sich noch an die letzte Europapokalphase. Er gehört, auch wenn es hier nicht so aussieht, eher zu den Optimisten. Man kann es immer von der einen negativen Seite sehen oder von der positiven. Und ich glaube, nach dem ersten vielleicht kleinen Schock, wo sie auch gedacht haben, ja, der ein oder andere Gegner wäre vielleicht in Anführungsstrichen leichter gewesen, werden sie optimistisch an die Sache rangehen und auch rangehen müssen. Und wer sagt denn, dass Kiew so stark ist, dass sie Borussia besiegen werden? Wenn ich als Maßstab die letzte Saison nehme, Borussia Mönchengladbach, das war top. Und wenn sie das annähernd transportieren können, dann wird Kiew es auch verdammt schwer. Beide Teams trafen zuletzt 1977 im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister aufeinander. Gladbach zog ins Endspiel ein. Die Tage des internationalen Erfolgs sind lange her. Doch trotz des schweren Loses, Gladbach will daran anknüpfen.